Hallo und herzlich willkommen zurück zu Breakdown. Willkommen, es geht auf die Survivor Series zu. Und ihr werdet sehen, in den Main Events, die wir jetzt in den Wochenshows Raw, SmackDown und Breakdown haben werden, werden die Main Events immer so ein bisschen auf Survivor Series abschielen. Ihr werdet das schon sehen. Jetzt zu Breakdown. Die Matchcard ist nicht wirklich der Hammer. Das Main Event habe ich selber erstellt. Die anderen vier Matches sind Standard. Das hat damit zu tun, dass ich diese Matchcard schon seit über, ich glaube, 6 Wochen angeboten kriege. Und ich glaube, damit sich Fäden entwickeln bei Breakdown, muss ich auch mal die vom Universe-Modus gestellten Matches nehmen. Es bringt nichts, wenn ich euch immer spannende Matches selber erstelle, die ganze Matchcard über, damit es möglichst verteilt ist und jeder mal eine Chance hat, wenn dann nie Fäden zustande kommen. Deswegen nehme ich es jetzt mal so, wie es auf der Matchcard steht, außer das Main Event, das ist natürlich wieder auf Survivor Series hin abgestimmt. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Dass mich hier keiner anschreibt. So. Perfekt. Gut, dann kommen wir jetzt zur Sache. Match 1. X-Pac gegen Kevin Nash. Sehr interessantes Match. Kevin Nash gewinnt. Weil die Matches, die jetzt hier zum Teil kommen, kommen mir auch schon so bekannt vor, als hätten wir sie schon 6-mal gehabt. Rotor gegen Christian in einem False Count Anywhere Match. Deswegen, ich habe das immer umgebaut, weil ich wusste nicht, wieso sollten die beiden in einem False Count Anywhere Match gegeneinander antreten. Christian gewinnt. Billy Gunn gegen Ken Shamrock. Billy Gunn, oh. Gut. Ken Shamrock eigentlich ja immer einer, der viel gewinnt. Gut, Match 4. Edge gegen den Big Bossman. Ich glaube, ich auch zum zweiten Mal. Edge gewinnt. Und das Main Event mit Aussicht auf die Survivor Series. In der nächsten Breakdown-Ausgabe werden wir nämlich wieder Goldberg in Action sehen. Der muss ja auch sich vor Survivor Series mal ein bisschen bereit machen. Der wird da auch das Main Event bestreiten von der Survivor Series. Lasst euch noch überraschen. Ich werde dazu noch später was sagen. Match 5. Bradshaw und Farooq, die APA, die ehemaligen Tag Team Champions, gegen die neuen WWE Tag Team Champions aus dem Raw-Lager. Natürlich werden die Titel ja bei Raw und SmackDown verteidigt. Jinder Mahal und Wade Barrett. Da kann ich schon mal sagen, der Sinn dieses Matches ganz einfach. Bei Survivor Series werden wir natürlich ein Match haben. World Warriors, also die Tag Team Champions, bei Breakdown gegen Jinder Mahal und Wade Barrett. So, Moment, jetzt muss ich das hier mal eben gucken. Störung ist mir ganz egal, immer. So, und dann kommen wir jetzt zur Sache. APA gegen die neuen Tag Team Champions, Jinder Mahal und Wade Barrett. Jetzt muss ich das hier mal eben... Eine Sekunde. So, es geht gerade darum, um das Ultimate Team bei FIFA 14, also nicht Ultimate Team, sondern das, wie nennt man das, wie haben wir das genannt? Ja, ihr wisst, was ich meine, wir wollen ja da ein Team machen mit Abonnenten, das ist hier gerade in der Planung und deswegen muss ich da jetzt mal gerade drauf achten, damit das hier nicht wieder in die Hose geht, weil ihr wollt komischerweise alle offensiv und angeblich hätten wir 3 Torhüter, aber ich habe erst eine PN mit Torwart bekommen. So, aber jetzt wieder zu Wrestling zu kommen. Hier die APA, die natürlich ja mal Tag Team Champions waren, jetzt mittlerweile leider nicht mehr. Ich fand die immer cool. Ach, guckt euch die an. Und eigentlich habe ich die auch im APA-Aufzug einziehen lassen, aber hat irgendwie anscheinend wieder nicht funktioniert. Da hat das WWE-Spiel hier echt immer Probleme. Ich habe auch immer den anderen Superstars neue Kleidung gegeben und manchmal funktioniert es einfach nicht. So, und da ist einer der neuen WWE Tag Team Champions, Jinder Mahal. Mit dieser super Power Choke Slam Aktion haben wir ja schon gesehen im Titelmatch. So, und dann gucke ich natürlich für euch wieder, wer hier im Ring steht. Ich finde das so geil, dieses God Save Our Queen. Wade Barrett. Natürlich der und Jinder Mahal, beide für richtig, richtig krasse Aktionen bekannt. Für Härte auch durchaus. So, und dann gucke ich jetzt, wer von euch hier gerade im Ring steht. Und zwar, es ist...
So, Moment, jetzt muss ich eben gucken, Seite lädt nicht. Ja, ist gerade alles ein bisschen blöd hier. Modi S, wenn du das liest, unter Part 222 hast du geschrieben, darf ich JBL sein? Nein, ist schon vergeben. Bitte in die Kommentare gucken. Wir haben sogar noch einen Champion, der nicht vergeben ist. Boah, jetzt hat sich gerade mein Video geöffnet. Blöde Sache. So, jetzt aber mal, wer ist hier im Ring, bevor das losgeht, das Match. Wir haben Wade Barrett, The Bayern 1505, Jinder Mahal, wie gesagt, noch nicht vergeben. Bradshaw, Like Mike LP und Farouk. Farouk. Ja, der YouTuber heißt auch Farouk, ich hab's nur in der Liste falsch, aber ich glaube, ich weiß, dass er so heißt. Mann, Skype nervt. So, zack, weg. Und dann geht's jetzt los. ABA gegen die Tag Team Champions, Jinder Mahal und Wade Barrett. Ich bin gespannt, ob diese zwei jungen Burschen, Wade Barrett und Jinder Mahal, also was die Erfahrung angeht, da haben die ja eindeutig weniger als die anderen beiden, ob die hier wirklich gewinnen können. Natürlich, wenn die APA hier heute Abend gewinnt, heißt das nicht, dass die ein Titelmatch kriegen. Die bleiben schön bei Breakdown und kriegen hier nicht auf einmal bei Raw Titelmatches oder bei SmackDown. Das wird auf keinen Fall passieren. Und wie gesagt, dieses Match ja auch nur erstens, weil ich halt die vom Universe-Modus gegebene Matchcard mal nutzen wollte, damit vielleicht Fäden zustande kommen. Und andererseits, weil ich bei der Survivor Series ja das Match haben werde von den Tag Team Champions Jinder Mahal und Wade Barrett gegen Hawk und Animal von Breakdown. Und da ja nur noch zwei Breakdown-Ausgaben sind, heute und nächste Woche, habe ich gesagt, machst du heute die Champion, die Tag Team Champions, also die Story um die Tag Team Champions. Vielleicht greifen die World Warriors ja noch ein, kann ja sein. Und nächste Woche, wie gesagt, ist dann nochmal Goldberg dran. Und da kann ich auch schon sagen, wer... Ich finde das geil, dass die Superstars, also hier die Abonnenten, die Superstars Epico und Primo gewählt haben, dass die so relativ aktiv sind in letzter Zeit. Ich sag mal relativ aktiv, mehr will ich auch gar nicht. Ich finde es ja sowieso schon geil, wie aktiv ihr seid alle miteinander. Natürlich, es gibt auch viele Abonnenten, die gar nicht schreiben. Und dafür habe ich aber ja auch Leute, die richtig viel schreiben. Und deswegen wird es in der nächsten Breakdown-Ausgabe, ich weiß momentan, vermischt sich die Roster so ein bisschen. Bei Breakdown ist öfter mal wer von der WWE, wie zum Beispiel jetzt und letzte Woche. Das ist aber nur bis zur Survivor Series, danach nicht mehr. Deswegen werden wir in der nächsten Woche ein Handicap-Match sehen, ein 1 gegen 2 Tag-Team-Match. Kurz zur Erklärung, es gibt ja auch 1 gegen 2 Tornado-Tag-Team-Matches, das heißt, dass beide Gegner gleichzeitig gegen den einen antreten dürfen. Bei uns wird es aber mit Tag sein. Und da werden wir haben WWE Undisputed Champion Goldberg gegen Primo und Epico. Sozusagen entweder als Aufbaumatch für Goldberg für die Survivor Series, wenn er die beiden da wirklich vielleicht in kürzester Zeit fertig macht. Oder halt für Primo und Epico, um einen super Sieg gegen Goldberg zu verbuchen. Und dann vielleicht irgendwann mal eine Chance auf die Titel von Wade Barrett und Jinder Mahal zu kriegen. Das wird man dann sehen. Aber jetzt erstmal zu diesem Match. Ich habe ja beschlossen, das habe ich schon bei Skype geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen habt, die Raw-Ausgabe nach Survivor Series, dachte ich ja erst, würde ich eine neue Bühne präsentieren, eine neue Arena. Das wird dann nach in der Woche passieren. Also erstmal nach Survivor Series direkt, der Montag mit Raw, wird unter einem besonderen Stern stehen, der Abend. Da wird ein besonderer Name quasi bei Raw noch hinten dran gehängt. So heißt das ja nur Raw, RAW, und wir hängen nochmal drei Buchstaben dran, quasi Featuring, also Raw Featuring. Ja, ein oder andere wird sich jetzt denken, was es ist, auf jeden Fall wird's kommen. Wir hatten den besagten Pay-Per-View, der dazu passt, nämlich dieses Jahr nicht, den mussten wir ausfallen lassen. Deswegen kommt diese eine Raw-Ausgabe mit einem super Main-Event von, ja, wie soll ich das sagen, Veteranen dieses Bereiches, und da werden wir ein schönes Match im Main Event haben. Also, wie gesagt, eine Raw-Ausgabe mal unter besonderem Himmel, unter besonderem Stern, mit besonderen Gimmicks und besonderen Matches. Könnt euch drauf gefasst machen, ich glaube, ihr wisst schon, was es ist. Vielleicht sage ich es ja bei SmackDown für die es noch nicht erraten haben. Und jetzt der Wechsel mit Wade Barrett da gerade. Da kommt er angeflogen auf Farouk. Ach, ich kann es doch eigentlich sagen. Die Raw-Ausgabe nach Survivor Series wird featuring ECW sein. Das Main Event wird ein Triple Threat Extreme Rules Match sein. Könnt euch schon mal drauf freuen. Ich habe eine extra Arena erstellt für ECW. Sieht nicht so schön aus, aber im Zeichen des alten ECWs, orange auf weiß, einfach wunderschön. Da werden wir, wie gesagt, ein Triple Threat Extreme Rules Match haben. Und zwar werden da drei Leute aus der nahen Vergangenheit, die als die ECW noch da war, die da in der ECW waren, werden ein Triple Threat Match haben.
Und zwar werden wir im Main Event, da könnt ihr euch schon drauf freuen, das ist eine Ankündigung für fast, ja, das dauert noch ganz schön lange, 3-4 Wochen, glaube ich. Wir werden im Main Event dieses Triple Threat Match haben, Extreme Rules, jetzt zum 10. Mal wiederholt. Und es werden in diesem Match folgende Superstars drin sein. Christian, der ECW Champion war und auch bei der ECW lange Zeit verbracht hat. Dann natürlich Rob Van Dam, der natürlich auch für den Extreme Style steht. Und niemand anderes, wer könnte der dritte sein? CM Punk, damals ja auch ECW Champion gewesen. Diese drei werden bei uns im Main Event dann quasi bei Raw featuring ECW, eigentlich ist es nur ECW, aber halt nur an diesem einen Abend, werden ein Triple Threat Match bestreiten. Einfach so, um nochmal den Gedanken oder nochmal die Zeit von ECW nochmal aufzugreifen. Und das wird hoffentlich ein richtig geiles Match. Habe ich mir auch schon fest vorgenommen, wie die Arena aussieht. Ich habe da schon dran rumgebastelt, muss ich aber noch ein bisschen was verändern. So, und jetzt aber mal wirklich zu diesem Match hier. JBL, so nenne ich ihn ja meistens fälschlich, ist ja eigentlich Bradshaw. JBL ist der, der bei SmackDown ist, obwohl es ja dieselbe Person ist. Der heißt ja nur Bradshaw hier. Das JBL kommt ja quasi von dem Bradshaw-Namen, weil dieses, sonst würde er ja nur einfach JL heißen. Er heißt ja eigentlich nur John Layfield, so heißt er ja. Und das Bradshaw da drin, das B, John Bradshaw Layfield, ist ja nur wegen dem Bradshaw. So, can I be your acolyte? Ich weiß gar nicht, was acolyte übersetzt heißt. So, Farooq, da, schön, schlägt Greg Barrett zu Boden. Ja, ich war jetzt wieder lange nicht beim Match, aber ich nutze Breakdown ja öfter mal, um was anzukündigen. Und Jinder Mahal, ich bin mal gespannt, der hat ja diesen Power Choke Slam, der ja wie gesagt Ray und Sin Cara fertig gemacht hat in dem Titelmatch vor 2 Wochen bei Raw. Ob der so eine Aktion auch gegen solche Heavyweights, gegen wie Farooq und Bradshaw zeigen kann, weil die sind ja schon, vor allem guckt euch Bradshaw an, der ist doch nochmal einen halben Kopf größer als Wade Barrett und das heißt schon was. Und jetzt Gory Special quasi. So ähnlich sieht ja die Gory Bomb aus von Chavo Guerrero damals. So ähnlich, nicht ganz genauso. Und jetzt Wade Barrett nimmt Bradshaw hoch zum Wasteland. Jinder Mahal kümmert sich um Farooq. Das kann es schon sein. Cover. Oh, und Jinder Mahal geht nicht aus dem Ring raus. Und der Referee zählt nicht das Cover, sondern er zählt Jinder Mahal an, der fälschlicherweise im Ring war. Oh, JBL, das hat Bradshaw, da hat er Glück gehabt. Aber vielleicht jetzt das Cover von Wade Barrett. Cover. One, na nicht mal One. Ja, da kommt Bradshaw noch raus. Klar, der kann auch einstecken, der Typ. Und jetzt greift er das Gelenk an. Was hat Bradshaw vor? Ihr seht, er ist auf jeden Fall geschwächt. Klar, er hat den Wasteland kassiert. Und jetzt der Wechsel mit Farooq. Ja, tritt in die Magengegend, harte Aktion. Und ich freue mich übrigens schon wie dolle auf GTA 5. Könnte schon sein, dass wenn das Video kommt, GTA 5 schon von mir Let's Play wird. Das wird dann hoffentlich in der Zeit funktionieren, wo ich quasi nichts hochlade, heißt Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag vielleicht noch. Ah, schön von Bradshaw. Ich verwechsel's immer. Bradshaw und dann verwechsel ich ihn mit Farooq. Das Publikum geht gerade auf jeden Fall gut ab. Oh, Farooq, Belly to Belly gegen Wade Barrett. Also Farooq legt hier auf jeden Fall richtig los. Klar, der muss was aufholen. Bradshaw hat den Wasteland kassiert. Jetzt muss er vielleicht seinerseits mal was zeigen. Ich kenne gar nicht den Finisher von Farooq. Aber jetzt erstmal den Camel Clutch. Mitten im Ring. Jinder Mahal kommt gar nicht zur Hilfe. Weiß scheinbar, dass Wade Barrett rauskommt. Ja, da hat er recht. Wade Barrett kämpft sich da raus. Publikum auf jeden Fall gut dabei. Jetzt Wade Barrett seinerseits mit der Submission. Ja, Boston Grab. Aber da ist Farooq am Seil. Ja, und jetzt der Wechsel zu Jinder Mahal. Guckt euch Jinder Mahal an, der ist auch nicht gerade klein. So, wieder zurück, Schläge da die ganze Zeit auf den Körper von Jinder Mahal, musste mir mal eben die Nase putzen, weil ich volle Möhre niesen musste. Aber da müde ich mich ja immer. So, jetzt, Ansatz zum Reverse Back Suplex von Farooq, wunderbar gemacht. Und jetzt,
Ah, Mahal, da greift er in die Augen. Klar, Mahal ist nicht bekannt für seine Face-Eigenschaften, sondern eher Heel. Ähnliches gilt bei Wade Barrett. Und das Rückmatch, da müssen sie sich ja auch keine Gedanken machen, Rey Mysterio und Sin Cara. Also, müssen sich keine Gedanken machen. Die beiden haben sich ja getrennt. Oh, was war das denn? Wechsel zu Mahal. Nee, Wechsel von Mahal zu Barrett und dann direkt wieder zurück. Okay, was auch immer das sollte. Test of Strange, Submission. Test of Strange ist natürlich Mist. Submission einfach nur. Ja, eine Folge der Versprecher, muss auch mal sein. Jetzt soll es wohl wieder den Wechsel geben mit Bradshaw. Ja, und jetzt wird's interessant. Jetzt kann es interessant werden. Ja, Snake Eyes und Elbow in den Rücken. Noch ein Elbow in den Rücken. Das Publikum ist eigentlich, würde ich mal sagen, auf der Seite der APA. Die machen ja ordentlich Stimmung, die Fans, wenn die APA am Drücker ist. Jetzt kommt wieder Wade Barrett rein. Farooq hat auch den Wechsel genommen. So, wow, was will Wade Barrett? Geht raus. Aber wird gekontert. Was jetzt? Farooq auf dem Hallenboden. Jungs, passt auf. Wade Barrett mit dem Konter. Farooq mit dem Konter. Der Referee zählt, aber es geht zurück. Elbow da auf dem Apron. Oh Mann, oh Mann. 16 Minuten rum. Super Match von den vier. Aber Wade Barrett will wieder raus. Was hat er denn davor? Jetzt geht er wieder rein. Farooq muss aufpassen. JBL, Bradshaw muss auch aufpassen. Immer JBL. Back Suplex, wunderbar. Aber guckt euch Bradshaw an. Der weiß, was man im Tag Team Geschäft machen muss. Hält da Wade Barrett fest. Und Farooq kann eine Kopfnuss zeigen. Und jetzt, das ist vielleicht der Wendepunkt gewesen. Farooq will seinen Finishing Move zeigen und JBL Bradshaw reagiert richtig. Farooq, ach, das war der Finisher. Ansatz zum Dominator. Und da ist der Dominator gegen Wade Barrett. Super Aktion, One. Aber Wade Barrett kommt raus. Oha. Eindeutig ein super Match. Wasteland hat nicht gereicht. Bradshaw kam raus. Und der Dominator, eine vielleicht noch härtere Aktion, hat nicht gereicht, um Wade Barrett am Boden zu halten. Und jetzt wieder Jinder Mahal drin. Setzt an zu einer Submission. Kann das es sein? Oh, Bradshaw kommt rein, aber geht er dazwischen? Ja, er geht dazwischen. Hatte wahrscheinlich Angst um seinen Kollegen. Und da schlägt Farooq den Referee nieder und zeigt dann den Neckbreaker gegen Jinder Mahal. Ob das jetzt Absicht war von Farooq, weiß ich nicht. Sehen wir jetzt eine Disqualifikation? Nö, scheinbar nicht. Der Referee hat es anscheinend gar nicht mitbekommen, wer ihn da getroffen hat. Jinder Mahal wird da zurückgekämpft. So. Jetzt soll es wieder einen Wechsel geben, aber Bradshaw war nicht da und Farooq zeigt den Clothesline. Jawohl, warum denn nicht? Guckt euch Bradshaw an, der humpelt ganz ordentlich da draußen. Oh, Jinder Mahal hebt Farooq hoch, der kontert. Und jetzt Belly-to-Belly-Suplex. Und jetzt schmettert er den Jinder Mahal immer wieder auf die Ringmatte. Cover. One. Aber nur bis eins. Mahal. Ja, wird auch gekontert von Farooq. Ah, das Match kann durchaus 25 Minuten lang werden. Das sehe ich durchaus kommen. Und Bulldog gegen Jinder Mahal. Und jetzt ist Bradshaw wieder drin. Klar, der ist mit seinen Beinen schon angeschlagen. Das muss Jinder Mahal eigentlich nutzen, aber Mahal ist auch angeschlagen. Seht ihr ja. Was hat der denn vor? Greift jetzt da Farooq an? Ah, Jinder Mahal, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Habt ihr es gesehen? Da greift er das Bein an. Cover, one. Ah, nur bis eins. Konter von JBL, von Bradshaw und jetzt... Mit dem Angriff aufs Gelenk da gerade. Ich sag immer JBL, es tut mir leid. Was hat Bradshaw vor? Mach es nicht. Bleib vom Kommentatorentisch weg. Du bist nachher verletzt, Bradshaw. Das willst du nicht. Oh, Jinder Mahal. Swinging Neckbreaker. Und jetzt der Wechsel von Jinder Mahal zu Wade Barrett. Und das kann jetzt vielleicht das Match entscheiden. Seht euch Wade Barrett an. Der dreht vollkommen durch. Fertigt Farooq ab. Der landet auf dem Hallenboden. JBL
muss aufpassen, aber kommt seinerseits mit dem Submission. Ich muss mich echt an Bradshaw gewöhnen. Submission, kommt Barrett raus. Ja, er kommt raus. Bulldog gegen Bradshaw. Cover. One. Ja, du bist eins weiterhin. Jetzt heißt es abzuwarten. Wer bringt die letzte entscheidende harte Aktion? Es kann ja auch oft ein Einroller sein, haben wir ja schon häufig gesehen. Oh, Wade Barrett mit dem Konter und so ein harter Belly-to-Belly-Suplex gegen einen Bradshaw. Das ist schon eine Kraftleistung und Bradshaw liegt da und jetzt ist Mahal wieder drin. Ja, und Bradshaw muss wechseln. Klar, Farooq ist noch ein bisschen frischer. Bradshaws Bein schon sehr lediert. Und ich bin gespannt, ob wer der nächste Finisher ist, weil ich sag mal, der nächste Finisher entscheidet hier das Match. Und wieder eine Submission von Jinder Mahal. Oh, Bradshaw sollte dazwischen gehen vielleicht, aber Wade Barrett verhindert das. Nein, ist dazwischen gegangen. Swinging Neckbreaker, wunderbar von Mahal. Und der zieht jetzt Farooq in die Ringmitte und das ist natürlich Coveransatz. One. Auch noch nicht. Alle hier im Ring haben schon einiges eingesteckt und ich warte nur auf den nächsten Finisher, weil wenn dann der Tag-Team-Kollege mitarbeitet und den anderen abfertigt, ist das ein sicherer Sieg. Elbow in den Rücken von Mahal. APA oder Tag-Team-Champions, wer gewinnt? Jetzt geht Bradshaw raus. Junge, bleib vom Tisch weg, das Match ist dann für dich vielleicht gelaufen, wenn du hier verkackst. Oh, Schulterblock. Der Referee zählt natürlich weiter. Und Bradshaw hat jetzt dann eine schlechte Situation. Double Team Action. Double Stomach Breaker von Mahal und von Barrett. Und jetzt sollte Mahal zurück in den Ring, weil der Referee ist bei 5. Oh, gegen die Ringtreppe muss da Bradshaw. Und jetzt ist Bradshaw auch wieder drin. Mahal bleibt doch im Ring. Guckt euch Bradshaw an, das Bein komplett lediert. Und was will der an diesem Kommentatorentisch? Er weiß doch, wie angeschlagen er ist. Wenn er da jetzt noch irgendwas kassiert, vielleicht eine Aktion durch den Tisch sogar, dann ist es vorbei. Und jetzt hat er genau das kassiert. Jetzt ist er da am Kommentatorentisch. Wade Barrett hat ihn rausfliegen lassen. Und Bradshaw legt sich da mit beiden an. Das ist eine schlechte Idee. Jetzt geht es auch noch gegen die Ringabsperrung. Ich habe so eine Ahnung, was jetzt kommen soll. Ah, ich hatte gedacht, vielleicht den Spear von Mahal. Sollte es zurück in den Ring gehen. Aber direkt wieder raus. Und jetzt sind sie wieder beide im Ring. Gekontert, Irish Whip, JBL, Bradshaw natürlich. Oh Mann, ich krieg's nicht auf die Reihe. Und jetzt fliegt Mahal raus. Und jetzt soll der Wechsel zu Farooq kommen. Aber klappt nicht, Farooq ist weg. Kontert von Bradshaw. Und er setzt an zur Powerbomb. Und da ist die Powerbomb. Und Brücke. One, two, three. Und die APA gewinnen gegen die WWE Tag Team Champions. Da war Wade Barrett zu langsam. Konnte es nicht mehr unterbrechen. Und jetzt habe ich gerade ein Standbild. Was ist denn jetzt passiert? Ja, anscheinend hat sich in dem Moment die PlayStation aufgehangen. Super, aber das kann ich so stehen lassen. Wir haben den Sieg ja noch miterlebt. Die APA gewinnt, da muss ich jetzt hier den Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Match. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt und muss ich das Match schon mal selber spielen, damit die APA gewinnt. So, bis dahin, bis zu SmackDown sage ich mal Tschüss, Hell Yeah!